Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin KoLP100, der mit der Zeit dran will, Spiel Metro Last Light, einem Ego-Horror-Storytelling-Shooter aus Russia. Sonst sage ich dazu nichts. Wir sind jetzt mal relativ in Frieden, wir sind allein von Soldaten, aber, und wir haben dieses Gefährt. Müssen uns aber mit diesem Gefährt leider durch diesen Tunnel jetzt bewegen. Aber gut, dann machen wir das halt. Ich habe ein Geräusch gehört. Dann machen wir das halt. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Hauptsache es kommt kein Looping. Looping mag ich nicht. Das Ding scheint doch von alleine zu fahren. Oh! Okay, der da, denke ich, den kann ich anfassen. Kann ich in diese Tür vielleicht reingehen? Wir versuchen es jetzt einfach. Ich traue mich zwar nicht auszusteigen, wegen den Geräuschen, die ich da vorne gehört habe. Komm, mach mal hier. Nicht den, sondern genau, die Tür machst du auf jetzt. Oh, nicht schon wieder. Holy cow. Oh mein Gott, da kommt so viel raus. Da kommt so viel raus. Stirb an AIDS. Gott, bitte nicht zu mehrt. Gott! Zeig mir endlich deinen scheiß Bauch! Stirbt nicht. Oh mein Gott, überall kommt dieses hässliche Geräusch. Stirb doch endlich. Komm schon, komm schon. Ich verfolg dich bis an dein scheiß Lebensende, du hässliches, hässliches Scheißvieh. An der Decke laufen die auch. Ach, da kommt was hin. Komm, ey. Da kommt noch eins. Oh mein Gott, es stirbt. Mama! Hab ich jetzt Mama gesagt? Ich hab wirklich Mama gesagt. Ah. Die Tür ist zu. Stirb doch, stirb doch. Wo bist du? Komm sofort her. Wo bist du? An der Decke. An der Decke. Tot den komischen Viechern. Komm, tot. Alter Schwede, sind die creepy. Jesus. Oh, kann hier auch mal nicht so ein Vieh rauskommen? Das ist jetzt so Mäusemelken. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zack, bam, auf. Oh mein Gott! Oh. Oh mein Gott, ich hab da einen Schatten gesehen. Das war doch schon wieder so viel, oder? Ich kann hier nicht weitergehen. Ich muss sofort meine Lampe aufladen. Shit! Komm schon. Wir clearen diesen Gang. Wir clearen diesen Gang. Am Schluss liegt irgendein riesiges Rüstungsteil. T9 oder so. Irgendwas in der Richtung. So, jetzt kommt hier der kleine Bastards. Ah. Warum können jedes Mal diese kleinen Spinnen rauskommen? Ja, die haben nichts tun. Ja. Ach. Oh, fall
Arm! Hör auf zu zucken! Gott! Oh mein Gott! Alter! Oh, es ist so krass, es ist so krass. Muss ich irgendwas Bestimmtes erledigen, dass die aufhören zu spawnen oder so? Gibt's hier ein Nest von euch? Es gibt ein Nest. So, und jetzt, meine lieben Freunde, Light on. So, was sagt er denn dazu? Ist ja überall Licht hier, ne? Scheiße. Scheiße für euch. Ihr Kackviecher, ihr. Huh, das ist fein nicht ohne, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Fei, das ist fein nicht ohne. Schlimm. Ach, guck, wie sie da liegen. Vom Licht zerstört. Von KOLPN100 zerstört und weggeruhlt. Oh, 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 die sind voll ganz schön wuselig, muss ich sagen. Und wenn man diese ganzen hässlichen Nester hier nicht abbrennt, ja, dann, immer wenn man in solche, ich meine die Netze, wenn man da reinläuft, wird man kurz geslowt, und zwar massiv. Ist hier auch irgendwas noch? Okay, egal wo sie waren, sie sind alle erledigt worden, dank des Lichtes. Gut, dann haben wir das ja geschafft. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder raus und fahren weiter. Für viel war das ja eigentlich nicht gut. Was haben wir denn hier jetzt gerissen, außer ein bisschen Munition gefunden am Schloss und Geld? Ja, obwohl, vielleicht sollten wir dankbar sein. Vielleicht sollten wir dankbar sein. Gut, dann machen wir jetzt, wo wir lang noch hier in Safety sind, laden wir nochmal auf. Zack. Und die brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Los geht's. Onkel Pipi. Ich bloß nicht alle. Da ist was grün. Grün lockt mich an. Nee. Wieso ist das grün? Kann ich das benutzen? Ich will's nicht rausfinden. Danke, dass du wenigstens auf die Seite absteigst. Du hättest mir jetzt echt mies machen können, aber du hast mich belohnt. Danke, Spiel. Dafür mag ich dich. So, wir fahren weiter. Keine Mädchen hier. Ah, ah, guck, wie sie verbrennen. Nur wenn wir sie anleuchten. Oh mein Gott, können wir da reinkriechen? Das wäre ja absolut creepy jetzt. Wer würde das freiwillig machen? Ich natürlich. Falsche Seite, Archeon. Können wir da echt reinkriechen jetzt? Nee, das ist echt nur so ein Bauloch. Schön, alles klar. Alles klar. Nein, 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 keine Dummheiten. Einfach verbrennen. Oh, hier sieht's aber danach aus, als könnte man hier reinlaufen. Es ist jedes Mal ein ganz blödes Gefühl, weil man weiß, man muss aus der Sicherheit des Autos verschwinden. Nun gut. Wir können das. Das ist ein Archeon. Licht an. Passiert nicht. Doch, es passiert was. Yes. Ist da jetzt echt eine Schrotflinte mit Schall? Ach nee, mit Lauf und Zielfernrohr, ne? Da! Ach nee, das ist so ein Maschinengewehr-Dünz, ja. Ich habe mich verguckt, tut mir leid. Stirb, 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 stirb. Weh, ihr macht mich hier fertig jetzt. Ich rede nie wieder mit... Nein, sind jetzt die Lampen wieder kaputt gegangen? Oh, die Lampen sind wieder kaputt gegangen. Gibt's hier noch irgendwas zu finden? Das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Wofür steige ich denn hier ab? Für so ein bisschen Pupsschrott immer, oder was? Hallo? Hallo? Pumpen mal schnell die Taschenlampe auf. Huch! Q.
Cool wäre es auch, wenn die meinen, wir würden sie ohne Taschenlampe nicht sehen und dann voll auf uns zustimmen. Wir machen die Taschenlampe dann alle kaputt. Versteht ihr so? Das wäre cool. Da könnte man so richtig Boss-like einen abreißen hier. Okay. Alter, mach doch keinen Rückzug! Oh Gott, ich gehe hier rein, ich gehe hier rein, ich gehe hier rein. Du hässliches! Okay, sie haben auf jeden Fall dieses Suspense-Ding drauf. Sie wissen genau, wie sie einen fertig machen und panisch. Ist das eine Tür, wo wir durch müssen? Gibt es hier noch irgendwas zu erledigen? Wir müssen bestimmt durch diese Tür und irgendeinen Hebel betätigen, dass das Tor aufgeht. Nee, das Tor geht einfach so auf. Und was ist dann? Ist das wieder hier extra so an der Tür? Wir machen mal hier. Abgebrannt. Wegsteck. So, Tür auf. Hallo, um Gottes Willen. Kommen schon wieder diese Viecher aus. Schnell, schnell rein. Ja! Renn, Artyom, hier muss irgendwo so ein Stromkasten sein. Renn. Ja, Stromkasten. Yes! Ah. Gott sei Dank. Es ist zweimal das gleiche. Wisst ihr, auch was ich so geil finde? Das fällt mir auf, während ich hier vor mich hin babbel. Die ganze Sounduntermalung und so, die ist hervorragend. Und auch, dass nicht die ganze Zeit irgendeine Musik ist, sondern nur irgendwie so, ja, musikartige Gebilde hin. Das ist eine Wahnsinnsatmosphäre, die hier entsteht. Das muss man echt mal sagen. Alter, das Gewusel. Toll, das Ding hat ja überhaupt nichts gebracht hier. Obwohl, wir könnten die ja alle locken, ne? Guck mal, ich habe eine Lampe angemacht. Jetzt könnt ihr hier nicht hin. Ihr Trottel. Oh mein Gott, wie ich euch hasse. Ich vergesse immer, dass die auch an der Decke langlaufen. Oh mein Gott, ich renn jetzt. Ich muss hier raus. So, und jetzt kommt nur her. Ich habe hier ein bisschen eine stärkere Taschenlampe parat. Ihr Ficker. Boah. Krass. Also das ist schon hart hier. Die haben's drauf. Sofort ins Auto. Fühlt sich in dem Auto so verdammt sicher, es ist so krass. Gasmaske aufsetzen. Kann man das da noch extra aufschießen oder irgendwas? Müssen wir hier langfahren? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Oh Gott. Oberflächenluft. Warum? Ah, die laufen oben mit uns mit. Seht ihr das? Da ist eins. Scheiß, wie da ist nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, das, wir können das wegschieben. Oh. Oh.
hast das. So, du Drecksau. Vielleicht die Boss-Schrotflinte oder was? Ja? Botzk! Da sagt er nichts mehr dazu, ne? Kleinen Kröten hier. Steck jetzt mal ab. Richtige Richtung, Artyom. Richtige Richtung. Seht ihr das? Oh, krass. Oh mein Gott. Müssen wir die irgendwie erlösen mit Licht? Weil die ja weg sind, wenn wir sie anleuchten. Kann man da die Lampe anmachen? Nein, die sind immer noch da. Oh mein Gott, da hängt noch einer. Und hier liegen welche. Hier sind überall welche. Oh mein Gott! Gott! Was ist das? Bin ich hier nur wegen dem... Oh mein Gott! Was war das denn jetzt? Was ist das? Was sind das für Visionen hier? Okay. Wir fahren einfach weiter, Freunde. Kannst du ja noch sagen, wir fahren einfach weiter. Hoffentlich kommen jetzt nochmal solche Hunde. Das hat mich jetzt ganz schön gecreept darin. Das war nicht schön. Bis sie kommen. Sie kommen. Komm schon. Komm schon, du kriegst auch noch einen. Und dann Maske sauber wischen. Ist das nicht hart? So viel krasse Hunde. Okay, Filter auswechseln, Filter auswechseln. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Botz! Dieser scheiß Berg endlich mal, oder was auch immer das ist. Ich glaube, wir fahren Berg hoch. Komm schon. Ich habe die Zeit vergessen. Damn. Oh. Hast du das jetzt kaputt gemacht? Können wir dich jetzt weiterschieben? Nein. Leer, um den Motor zu starten. Leer, um den Motor zu starten. Okay. Können wir geradeaus weiterfahren? Nee, kann man nicht. Es geht nicht. Der Motor geht immer aus, wenn wir da langfahren. Kann ich die Maske da abnehmen? Nee, kann ich nicht. Um Gottes Willen, setz die Maske auf. Trottel. Motor an hier. Vielleicht müssen wir mal absteigen. Vielleicht müssen wir ja... Shit. Müssen wir hier lang oder so? Muss ich hier hochklettern? Müssen wir hier vorbeigehen? Kann es sein, dass wir... Ich weiß nicht, was sein kann. Okay, wir fahren jetzt nochmal rückwärts. Wow. Vielleicht passiert ja irgendwas, was uns erleuchtet.
Da war doch hinten so ein grünes Teil. Hier. Vielleicht müssen wir hier rein. Vielleicht müssen wir ja hier rein. Ich pumpe jetzt mal kurz. Taschenlampe ist nämlich gleich wieder leer hier. Okay, zumindest scheinen die Hunde weg zu sein. Oh, gütiger Gott. Oh, gütiger Gott. Was ist hier los? Was macht hier so ein lautes Brummgeräusch? Liebe Freunde, virtuelle Zeitverschwendung, wir sind hier in einem ominösen Gehorn. Du stirbst! Und du! Und oh mein Gott, wie ich es bloß angetrappelt höre. Ich wollte gerade Part beenden hier. Holy shit. Oh. Neuer Eintrag. Regina, Eintrag 1. Wieder einmal hatte André mir geholfen, wieder einmal fahre ich mit einem Schienenwagen zu meinem Ziel. Dieses Mal reise ich jedoch bequem, anstatt mich in einer Gepäckkiste zu verstecken und zu riskieren, auf der Stelle getötet zu werden, wenn man mich findet. Diese Tunnels, durch die ich fahre, scheinen jedoch Dinge zu beherbergen, die gefährlicher sind als die Exekutionstrupps der Roten. Ja. Fuck, stirb! Alter. Alter! Ich bin so weg. Oh shit, es geht nicht weiter. Shit, was muss ich machen? Was habe ich da mitgenommen jetzt? Shit, Mann. 2 Minuten Luft, dann ist Filterwechsel. 2 Minuten Luft, dann ist Filterwechsel. Liebe Freunde, virtueller Zeitverschwender, wir gehen jetzt zurück zum Auto. Wir spielen Metro Last Light. Es muss ein unwahrscheinliches Ereignis für euch sein, mir dabei zuzugucken. Halleluja, ich fühle mich ja richtig allein. Teilweise bin ich so eingenommen von diesem Spiel, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich aufnehme eigentlich. Halleluja. Ich bin Koop hier 100 Meter Zahlen dran. Ich hoffe, es wird sich gleich mal wieder ein bisschen entspannen hier, weil ich schwitze sogar ein bisschen. Metro Last Light. Ich sag tschüss und bis dann.